Schatzi, Ja? kannst du mal bitte herkommen? Ich habe eine Überraschung für dich. Überraschung? Ja? Guck mal, was ich dir besorgt habe. Ist ja größer als ich gedacht habe, um ehrlich zu sein. Hätte ich ja nicht gedacht, aber irgendwie. Die wolltest du doch. Also, ich lässt meine Hörer zu überspringen, aber ich dachte, das wäre eine PlayStation. Ist das keine? Nee, die ganz alte PlayStation ist das. Ja, also. Geht doch auch, oder? Läuft auf Cyberpunk drauf? Moin zusammen und herzlich willkommen auf eurem Review-Kanal. Das hier ist der Kanal für deutschsprachige Reviews aus dem wunderbaren und bunten Bereich der Fiktion und Fantasie. Ja, es gab hier mal auf dem Kanal eine Roomtour. Da habe ich euch meinen Nintendo-Schrein gezeigt. Und wenn ich sage Nintendo-Schrein, ist es fast albern, denn es war früher mal ein Schrank, der ein Nintendo-Schrein war und jetzt mittlerweile ist es ein ganzes Zimmer, ist der typische Gaming-Room geworden, weil Daniela mich nicht stoppt. Keine Aufforderung, aber es geht immer weiter. Ja, und beim Umzug und nach dem Umzug wird das auch alles Platz finden an einer Stelle, eben im YouTube-Studio sozusagen. Und da freue ich mich schon drauf. Und genau über den jetzigen Gaming Room, über den Nintendo Schrein, gibt es quasi eine Room Tour. Und da zeige ich euch quasi einfach mal alles. Ich nehme euch einfach auch da mal mit. Falls ihr das verpasst habt, das könnte ganz spannend für euch sein. Das ist eine ziemlich große Sammlung mittlerweile, auf die ich recht stolz bin. Dann klickt doch mal rein. Vielleicht habt ihr Bock drauf. Da ist das Video, da könnt ihr euch das mal anschauen. Und jetzt möchte ich als allererstes, nämlich, da habe ich es jetzt einmal aufgebaut, die PlayStation und also Next Gen versus Grandpa und Grandma. und als erstes möchte ich die euch einfach mal zeigen, weil es ist quasi ergänzend zur Roomtour. Und das sind tatsächlich auch die Neuzugänge dieser Woche. Also das passt thematisch auch und deswegen dachte ich, wir machen das einfach in einem Video. Und jetzt hole ich sie mal ran und wir werfen erstmal einen kleinen Blick drauf. Ja, und der erste Neuzugang war tatsächlich eine große Überraschung, habe ich nämlich gar nicht mit gerechnet. Das war hier eben das NES, das Nintendo Entertainment System. Und ja, das war im Grunde ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk, weil ich sagte ja schon, wir sind im Grunde im Umzug. Und deswegen sagte Daniela, ich wollte das zum Geburtstag beschaffen, aber dann kannst du es auch vorab schon mal haben. Und ich habe mich natürlich richtig gefreut, einfach, dass die Retro-Sammlung jetzt startet, aber auch diese Konsole wieder zu sehen. Also in echt halt, nicht in klein, nicht in Lego-Modell, sondern in echt. Ist unbezahlbar hier, allein diese Geräusche. Und das ganze Gequieke und Geknacke und ne, ist der Oberhammer. Alles mechanisch gefühlt, nichts elektrisch, zumindest nicht viel. Hier war ein Spiel dabei und zwar ein Spiel von MB. Ich wusste auch nicht, dass es ein Spiel von MB fürs NES gibt. Marble Madness. War sogar irgendwie ganz lustig. Ja, die Jungs von NES Kommando wissen wahrscheinlich exakt, was damit auf sich hat. Entschuldigung, Gewohnheit. Nintendo will uns ja weismachen, dass das überhaupt nichts bringt, das Pusten, aber es hat immer geholfen. Falls die Jungs von NES Kommando zugucken, sagt mir doch bitte mal, hilft es oder nicht? Was ist eure Ansicht an der Stelle? Ja, ich habe mich mega gefreut. Ich habe dazu 4 Controller bekommen und diesen tollen Adapter, der glaube ich sogar sehr rar ist, womit man eben 4 Controller anschließen kann.
Ja, und natürlich das ganze Zubehör. Mega toll, habe mich extrem gefreut, eben dieses, ja, meine Retro-Sammlung zu starten, das Ding hier zu haben. Ja, und dann kam der große Zufall. Dann habe ich das natürlich auf Instagram gepostet und voll glücklich. Und dann schrieb Retro Paradise eben drunter, ja, wie ist es denn, hast du denn deine Sammlung komplett? Und ich sagte natürlich, nein, das ist ja mein erstes Stück. Aber danke der Nachfrage. Und er meinte, ja, was fehlt dir denn noch? Sag ich, ja, ein Super Nintendo und ein Gamecube fehlt noch. Bei N64 habe ich ja schon, das seht ihr im Roomtour-Video. Und er sagte, ach so, ja, das hätte ich hier auch noch rumliegen. ja, und einen Tag später war es hier. Vielen Dank an dieser Stelle, Retro Paradise. Ja, der heißt nicht nur Retro Paradise bei ihm auf Twitch, da ist der Kanal ganz aktiv. Da brummt es geradezu im Gegensatz zu meinem Kanal. Und ja, demzufolge kann ich euch nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Da wird viel gespielt, vor allen Dingen eben auch solche Spiele hier. Da ist schon eins dabei, Super Mario World. Und ich habe von ihm das Gerät mitsamt zwei Controllern und dem ganzen Zubehör und dem Spiel sehr freundlich, sehr günstig bekommen. Vielen Dank von Herzen an dieser Stelle nochmal. Und ja, mit ein bisschen Putzen konnte ich das Gefährt auch wieder schick machen und ich bin sehr happy, dass es jetzt eben in der Sammlung ist. Ja, aber was das Besondere an meiner Sammlung ist und was mir wichtig an der Stelle ist, ist auf jeden Fall, dass die Sachen nicht nur zum Angucken da sind. Natürlich guckt man sie sich hauptsächlich an und es hat mehr so eine Museumsfunktion, dass die Sachen im Regal stehen. Aber wenn irgendeiner hier ist oder ich auf dem Sofa sitze und sage, jetzt habe ich aber Bock auf die Wii oder eben auf das Super Nintendo, dann will ich nicht viel machen, nicht viel Kabel rausholen oder ähnliches, dann will ich es einfach einschalten und spielen. Und so war es auch bis jetzt. Also alles, was ihr in dem Roomtour-Video seht, was da eben unter dem Fernseher befestigt ist, die Geräte funktionieren. Da muss man das HDMI-Kabel einstöpseln tatsächlich, weil so viele HDMI-Anschlüsse hat kein Mensch. Glaube ich zumindest nicht. und auch die Adapter reichen dafür nicht aus. Aber jedes davon lässt sich halt sofort in Betrieb nehmen. Und das ist jetzt hier ein bisschen schwieriger. Ich habe hier mal das Kabel von der Wii und ich habe hier einmal das Kabel vom Super Nintendo und auch vom N64. Und ich weiß nicht, ob ihr es auf dem Schirm habt. Wenn ihr es auf dem Schirm habt, interessiert es euch vielleicht nicht so sehr, aber ich zeige es euch nochmal. Das Besondere an der Geschichte ist, auf der einen Seite ist eben das der Stecker für das Bildsignal fürs N64 und für Super Nintendo. Also ein ganz spezielles Kabel, ne? Also das muss man auch verwenden, woanders kriegt man kein Bild raus. Und auf der anderen Seite hat man schon was Allgemeineres. Was hilft aber zumindest mir aktuell auch nicht mehr, nämlich hier so ein, ich zeige euch mal, so ein Cinch-Kabel, ne? Und das ist hier das Videokabel und linker und rechter Lautsprecher. So waren früher die ganzen Konsolen angeschlossen, ne? Video, Lautsprecher bzw. Sound. Ja, und ich habe festgestellt, unsere ganz neuen Fernseher, der Fernseher davor hatte das noch, die ganz neuen Fernseher haben das hier nicht mehr. Das heißt, ich kann effektiv das Gerät nur an einem alten Fernseher ranstecken. Und das ist irgendwie doof, ne? Ich meine, vielleicht holt man sich, machen ja viele, so einen Röhrenfernseher, damit man das eben weiter benutzen kann. Aber wollte ich nicht. Ich wollte es gerne ganz normal mit an der Hauptstation quasi benutzen. Und dafür gibt es gute Lösungen, sage ich jetzt mal. Und die würde ich euch einfach mal vorstellen, falls ihr auch ein bisschen ratlos auf der Suche seid an der Stelle. Und zwar für wenig Geld, also das Ding ist, das sind die Sachen, die ich jetzt ausprobiert habe. Der Markt ist voll von Adaptern, muss man an dieser Stelle sagen. Aber das ist einer, der mir auch empfohlen wurde, den ich ausprobiert habe für Super Nintendo und fürs Nintendo, also fürs NES. Und den kann ich wärmstens empfehlen. Und zwar so etwas hier. Das ist dann ein AV2 HDMI, so heißt das Ding hier. Und der ist auch tatsächlich brandneu, den habe ich für Super Nintendo mir jetzt geholt. Und da ist auch nicht viel drin. Da ist eben das Stromkabel drin, was hier tatsächlich noch über Mini-USB läuft. Genau, ein Mini-USB-Kabel ist hier drin. Und eine kleine Beschreibung und das Gerät.
Und das Gerät, das ist insofern interessant, denn es hat auf der einen Seite natürlich die Steckermöglichkeiten für das besagte Cinch-Kabel und auf der anderen Seite hat es dann eben einen HDMI-Stecker. Und ja, hier kann ich noch einstellen 720p oder 1080, das hängt wahrscheinlich dann vom Fernseher ab. Und mehr kann es nicht, also mehr macht das Ding auch nicht. Also sprich, nur das Stromkabel quasi hier rein. Es kommt hier an der Seite rein, neben dem Stecker. Ich lasse auf 1080, weil unser Bildschirm hat eine 1080-Funktion und dann haben wir hier das Stromkabel. Und dann kommt der Clou, dann kommt eben hier dieses wundervolle Cinch-Kabel. Zack, rot in rot, weiß in weiß, gelb in gelb. Ist wichtig, muss man beachten, sonst ist das hinterher alles doof. Und hier muss ein handelsübliches HDMI-Kabel dran und das verbindet man und das funktioniert. Zeige ich euch gleich. Und damit hat man einmal, mit diesem Adapter kann man einmal das SNES und das NES auf jeden Fall verbinden. Entschuldigung, das SNES, das NES und das N64, theoretisch. Weil es eben der gleiche Stecker ist, beziehungsweise weil es auf jeden Fall so endet an der Stelle. So, genau, das ist der eine Adapter. Für das N64 und das SNES gibt es noch eine andere Empfehlung. Ganz kurz, den Adapter, den ich euch jetzt gezeigt habe, bevor ich es jetzt vergesse, den verlinke ich euch unten natürlich auch einmal als Amazon-Link, als Ref-Link. Das heißt, wenn ihr euch das holt, dann kriege ich ein bisschen was ab und dann freue ich mich darüber. Ihr müsst aber im Gegensatz nicht mehr zahlen. Der Link ist unten, aber ich sage es trotzdem nochmal, das Ganze kommt aus dem Ghana-Store, G-A-N-A, und heißt RCA auf HDMI-Adapter. Findet ihr dort auf jeden Fall schnell. Das ist der. Und es gibt halt für Super Nintendo und fürs N64 noch den goldenen Adapter, weil die Frage ist natürlich immer, wie die Auflösung ist. Das ist eine schlichte Signalumsetzung, was ich euch jetzt da vorgeschlagen habe. Also es wird einfach nur auf HDMI transportiert. Sieht aber total gut aus. Gibt auch noch Adapter, die es ein bisschen schöner machen. Und gerade fürs N64 zum Beispiel braucht man das vielleicht. Und das ist die Firma Kaiko, die sich damit ganz viel beschäftigt. Und unter kaikolabs.com, ich blende es euch an der Stelle natürlich auch einmal ein, könnt ihr auch in Großbritannien euch die Adapter selber bestellen. Es gibt verschiedene Adapter auch für die verschiedensten Systeme. Das ist wohl nach viel YouTube-Berichten und eben auch nach eigener Erfahrung, was die Bildauflösung von alter Technik auf neue Technik betrifft, das Nonplusultra. Aber es skaliert eben auch hoch und macht aus einem einzelnen Bildsignal ein doppeltes Bildsignal. Und das ist natürlich ziemlich geil, ist aber auch deutlich teurer. Ne? Also der Adapter, den ich gerade gezeigt habe, der ist einfach nur umsetzt sozusagen. Der kostet jetzt aktuell 11,42 Euro, kostet sonst 15 Euro. Also gar nicht teuer. Und das hier ist jetzt der Adapter von Kaiko. Kann man das irgendwie sehen? Ja, da genau, Firma Kaiko. Und die hat hier tatsächlich auch nur den HDMI-Ausgang und hat auf der anderen Seite dann eben auch den Stecker, den ich gerade schon mal gezeigt habe, fürs Super Nintendo. Ne? Das ist dann hier ganz normal der Stecker dafür. Hat auch noch eine Strommöglichkeit, wenn er das braucht. Braucht er bei mir bisher noch nicht. Und einen Reset-Knopf, wenn mal irgendwie das Bild nicht kommt. Und das war's. Also super handliches Teil, super leicht. Man denkt, ach ja, so viel kann das ja gar nicht sein, was der kann. Aber astreines Bild, das N64 ist zwar jetzt nicht wie die Remaster-Fassung auf der Switch, wenn ich Mario 64 reintue, aber schon extrem gut. Und natürlich ist das hier nicht so, man braucht nicht so viele Kabel. Ne? Wir haben hier das passende Kabel für die Geräte und hier einfach HDMI dran, fertig. Klappt wunderbar, hat ein tolles Bild. Problem. Diese Kaiko-Adapter sind super schlecht zu bekommen. Speziell der ist out of stock. Es gibt noch alternative Adapter, die man halt nutzen kann. Aber der ist sofort out of stock gewesen. Ich habe den bestellt wie so ein Scalper, sobald das rauskam sozusagen. Und dann seitdem sehe ich es nicht mehr online. Schade, haltet aber mal die Augen offen. Manchmal kommt auch eine neue Revision. Und das ist halt qualitätsmäßig mega. Ist aber nicht so, dass ihr mit dem anderen Adapter nicht auch auskommt. Und bei der Wii ist das Problem, da ist der Stecker ein anderer. Also es ist auf der einen Seite endet es genauso, nämlich so. So. Und das ist natürlich das große Problem, weil das können wir nicht mehr anschließen. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt schon den kennengelernt. Das ist ja der fürs N64 und Super Nintendo und so gewesen, mit diesem Nöppel in der Mitte und sonst rund. Sieht so ein bisschen aus wie USB-C tatsächlich. Aber das N64 hat einen anderen Stecker, nämlich einer, der an der Seite so ein bisschen abgeflacht ist, wie so ein HDMI-Stecker. Und damit können wir den Adapter, den ich gerade empfohlen habe,
im Nicht-Benutzen. Aber da gibt es natürlich auch einen Weg für, um das zu verbinden. Und ich habe den Adapter jetzt nicht hier, denn aus der Wii das rauszufummeln ist irgendwie ein bisschen schwierig, weil das ein bisschen eng ist hinten. Aber ich blende ihn euch einmal ein und packe natürlich auch einen Link unten mit rein, genauso wie von den Kaiko-Adapter und auch der Kaiko-Website. Wii 2 HDMI von der Firma Extremella. Und das war ganz schön extremeller, als ich ihn angeschlossen habe. Wunderbares Bild. Also Mario Galaxy sah zwar auch nicht aus wie bei der Switch-Version, aber für 10 Euro muss ich ehrlich sagen, Top-Qualität, kann ich jetzt auch für diese Anwendung empfehlen. Und dann habt ihr die Möglichkeit, einfach das Bild umzusetzen. Und dass es gut aussieht, das zeige ich euch auf jeden Fall jetzt auch nochmal. Jetzt habe ich das Schrecklichste überhaupt getan. Ich habe den Nintendo-Schrein hier abgerückt. Muss man aber leider tun, wenn man eben dieses kleine Schätzchen befestigen möchte. Genau, und ich hatte ja gesagt, der ist geeignet für das Super Nintendo und eben für das Nintendo. Das Einzige, was wir machen müssen, das hier ist eben das Stromkabel. Auch gerade schon erklärt, über Mikro war das, glaube ich. Ne? Ja genau, das ist Mini-USB ist das. Ist aber mitgeliefert. Das müsst ihr einfach eben auch wieder in einen Netzadapter stecken, also sprich in Stromteil, Netzteil. Und ja, es gibt bei NES und SNES einen kleinen Unterschied. Und das wollte ich euch einmal hier zeigen. Wir haben nämlich bei dem NES-Kabel nur zwei, ihr könnt das sehen, ne? Ich kann es leider nicht mehr hervorholen, weil das doch gar nicht, indem ich es einfach komplett rausziehe. Geil. Da sind eben nur Rot und Weiß dabei. Und Weiß ist das Videosignal, Rot ist das Audiosignal. Das könnt ihr sehen an der Nintendo selber. Sekunde. So, da habt ihr nämlich hier hinten den Stromanschluss und hier an der Seite eben den Video- und Audioanschluss. Und da ist nämlich Gelb und Rot. Ne? Gelb und Rot, Rot, Audio. Gelb Video. Ja, aber mitgeliefert ist eben tatsächlich dieses Kabel hier gewesen. Und wir machen auf jeden Fall Rot in Rot. Könnt ihr schon mal nichts falsch machen. Das müsst ihr euch einfach am besten merken. Rot in Rot und dann das Weiße in das Videosignal. Und wichtig ist natürlich, dass ihr das dann eben auf der anderen Seite hier auch entsprechend umsetzt. Ergo machen wir dann Rot in Rot. Und Weiß eben nicht in Weiß, sondern in Gelb, weil das ja auf der anderen Seite auch gelb ist, sozusagen. Und so wäre es dann exakt richtig verbunden. Ne? Das Weiße bleibt quasi frei, ist aber nicht schlimm. Das NES hat eh nur Mono, das hat kein Stereo. Da merkt ihr also eben entsprechend keinen Unterschied. So, und jetzt kommt der Clou. Beim Super Nintendo ist das Kabel nämlich ein anderes. Da haben wir nämlich nicht eben Mono, da haben wir nämlich schon Stereo, also scheinbar eben schon mal ein großer Sprung, der da gemacht wurde. Da haben wir nämlich die drei wunderbaren Kabel, die auch entsprechend auf der anderen Seite so verbunden sind im Super Nintendo. Ich zeige es euch auch. Beim Super Nintendo haben wir nämlich diese drei Farben hier. Nicht vergessen, ich rufe es nochmal ins Gedächtnis. Auf der Seite des Super Nintendos gibt es diesen Spezialstecker. Das ist die eine Seite des Kabels. Und die andere Seite des Kabels ist eben das hier. Und das können wir, wie gesagt, nicht mehr anstecken, aber dafür haben wir eben diesen Adapter. Und da machen wir es genauso, wie es vorgesehen ist. Da machen wir Rot in Rot, Weiß in Weiß, Gelb in Gelb. Und so ist es dann richtig verbunden. Das Super Nintendo, das Kabel liegt jetzt unten, das kann ich euch gerade nicht zeigen. Genau, ich verstecke das genauso dran und dann gucken wir mal, ob wir auch entsprechend ein schönes Bild bekommen. Noch ein kleiner Pro-Tipp zum Thema Kabelmanagement. Wenn man eben so viele USB-Anschlüsse hat, die irgendwie Strom versorgen sollen, dann ist schnell die Steckerleiste ausgereizt und ihr habt keinen freien Stecker mehr. Und Steckdosenleiste würde ich euch keinesfalls empfehlen. Es kann immer zum Kurzschluss kommen und wenn eure ganzen tollen Retro-Geräte dranhängen, ist das sehr bitter. Deswegen vielleicht ist auch noch euer Retro-Gerät aus der Kindheit wirklich. Das ist nicht zu empfehlen. Aber dafür gibt es solche coolen Tools hier. Das ist von der Firma Anker. Ihr seht, hier kommt es in eine normale Steckdose. Aber der Clou ist das hier. Denn da sind vier USB-Anschlüsse, die mit High-Power-USB-Strom versorgt sind. Und somit habe ich quasi einen Stecker und kann daraus vier vernünftige USB-Ladepunkte machen. Funktioniert hervorragend, habe ich mehrere von in Benutzung und da kann man sein Kabelmanagement ein bisschen verbessern. Einfach nur so als Tipp, den baue ich nämlich jetzt auch ein.
So, jetzt ist der große Moment gekommen. Wir probieren die Konsolen aus. Das hier ist ein waschechter blauer Bildschirm. Waschechte 65 Zoll. Und damit wir die Konsolen auch ausprobieren können, alleine spielen macht keinen Spaß. Ich wollte gerade sagen, alleine spielen macht dick. sieht man, dass ich oft Singleplayer gespielt habe. Da ist auf jeden Fall Daniela da. Man hört sie nur als Stimme aus dem Off. Genau. Ich weiß nicht, wenn du die Hand so ein bisschen nach hier machst. Hier müsstest du die Hand machen, damit man deine Hand sehen. Ah. Guten Tag. Genau. Wir fangen an der entsprechenden Reihenfolge nach mit dem NES. Ich werde jetzt verschwinden. Ich setze mich jetzt hier unten hin, weil es geht ja darum, dass ihr seht, wie gut oder wie schlecht das Bild ist. Und ihr werdet sehen, wie gut oder wie schlecht mein Gameplay auf dem NES ist. Unterirdisch. Bitte? Wolltest du es spielen? Ja, unterirdisch. Mhm. So, ich schalte jetzt das NES ein. Zack. Ist natürlich jetzt nicht gerade die geilste Grafik, aber wir werden gleich tatsächlich ein 3D-Spiel sehen. Und ja, von daher, lasst euch mal überraschen. Jetzt machen wir mal im Singleplayer. Ich heiße jetzt mal IBBBIQR. Ne? Wisst ihr Bescheid? Mein Lieblings-Username. So, Sound mache ich auch mal kurz ein bisschen lauter. Ja, in dem Spiel geht es darum, diese lustige Kugel innerhalb der Zeit ins Ziel zu bringen. Und das ist tatsächlich hier schon so ein bisschen 3D-isiert. Was natürlich sagenhaft ist tatsächlich für die Zeit des NES, weil es halt auch wirklich gut aussieht, sage ich jetzt mal. Ne? Also, Schatz, ich bin noch nicht abgestürzt, aber beinahe. Hahaha, Ziel erreicht. Ja, das ist das Bild. Ist natürlich jetzt, wie gesagt, zwar ein 3D-Spiel, aber vielleicht nicht von der Grafik das beeindruckendste. Mario als Referenz fehlt uns noch. Können wir morgen vielleicht nachreichen. Genau, aber hat man mal einen Eindruck davon. Und selbst der Klang ist ganz gut, ne? Ich mache mal nochmal ein bisschen lauter. Obwohl das Mono ist, muss man ja wissen. Das ist halt eben auch nur wirklich ein Soundkanal. Genau, so viel zum Thema NES. Ich wollte es auch noch mal kurz gezeigt haben. Jetzt schalten wir oben auf den zweiten HDMI-Kanal, wo normalerweise die Switch zu Hause ist. Und da kommt jetzt die Konsole der Konsolen. Ich habe Player 1, Daniela hat Player 2. Warte mal, ich muss es so machen. Ich muss es aus dem Bild holen, genau. Gut programmierter Roboter. Da ist ein etwas bekannteres Spiel drin. So, wir müssen mal einen Spielstand löschen. Und dann starten wir. Ich werde die Geschichte jetzt nicht vorlesen. Sowieso mega Story. Wen es interessiert, gibt es auch in der Switch-Bibliothek zu spielen. Da sind Mario und Luigi. Natürlich ist das Bild ziemlich groß und dadurch fallen die Pixel ziemlich auf, aber das Bild ist tatsächlich 1:1 auf den Fernseher übertragen und das ist doch durchaus gut. Zack, schon geht das hier los. Muss ich erstmal mit dem Controller hier umgehen lernen, ey. Das, vor allem ist es direkte Eingabe im Gegensatz zur Switch oder so. Da hat man immer eine leichte Verzögerung, die hat man hier einfach nicht. Yoshi! Alle lieben Yoshi. Nicht wahr, Schatz? Auf jeden Fall. Ja, das wollte ich auch. Ja. Ja, das war schon mal professioneller. Ich weiß. Das finde ich war ziemlich professionell. Noch ein Yoshi. Oh, ein bisschen schneller hier, stürzt in den Abgrund. Also ich weiß nicht, was du sagst, Schatz, aber ich finde, es sieht echt solide aus. Also man kann es gut spielen, ne?
Klar, auf Switch natürlich klarer, aber es ist halt echt okay, ne? Ja, es sind halt 65 Zoll einfach mal. Ist ja auch kein neues Spiel, ne? Ist doch keine neue Konsole. Im Gegensatz zu dem, was du mich weiß machen wolltest im Intro. Jetzt bist du dran. Seht sie scheitern. Ja, Sprungknopf hat sie gefunden. Das fiese Level ist das aber wieder, ne? Guck mal. Ah, läuft doch. Die Instinkte sitzen noch, ne? Kannst ja auch drehen mit A, glaube ich. Deike und die nimmt zwei Bonbons. Klingt verrucht, die volle Geschichte auf OnlyFans. Nee. Mit A kannst du, glaube ich, dich drehen. Oder mit R oben, Y, X, einer der Tasten. Irgendwie kann diesen tollen Dreher machen. Nee? Ja gut, ich dachte, es geht irgendwie. Ist egal. Nicht wichtig. Ach, guck mal, da gab es schon Multi-Items. Das habe ich ja gar nicht mehr in Erinnerung. Dass du Items sparen kannst für später. Das war noch die Zeit, wo Luigi exakt genauso aussah wie Mario, nur in grün. Da war quasi Luigi das gleiche in grün. Die war dafür da, damit du oben die Pflanze anhauen kannst. Aber. Ich weiß, was wollte ich aber jetzt den Zuschauern nicht antun, jetzt hier das Level komplett zu. Ja, aber das versuchst du. Ah! Das Geräusch ist so süß. Ja. Der hat in der Schule auch nur singen und klatschen. Wie du? Ja. Ja, das war das. Dann jeder spielt. Das war gar kein Gameplay. Nee, irgendwie war es langweilig, ne? Und das N64 wollen wir uns noch anschauen. Da ist ja der tolle Adapter dran. Sollte an Daniela hier die Konsole freigeben. Da werfen wir auch noch mal kurz einen Blick drauf. So, auf das N64 werfe ich nur einen ganz kurzen Blick, weil ich müsste die Controller hier rauskramen. Die sind nämlich ganz schön groß für das Fach und das mache ich jetzt nicht. Aber wir wollen das Bild ja eigentlich nur sehen. Und da das N64 nun mal 3D ist, funktioniert das. Mario! Hallo! Genau, auch hier sieht man, sieht natürlich an der einen oder anderen Seite, sieht man die Polygone so ein bisschen. Aber das Bild ist halt drastisch aufgewertet, weil das tatsächlich ohne Adapter ganz schlimm aussieht, wenn man das einfach nur so rüber portiert sozusagen. Controller fehlt. Das erkennt er sogar. Irre Technik. Ja, so viel dazu. Wii sieht ähnlich aus, nur entsprechend mit der besseren Wii-Grafik. Und ja, das war das kleine Nintendo-Experiment. Und weiter geht's. Junge, Junge, Junge. Das war, ach nee, muss ja politisch korrekt sein. Junge, 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 Mädel, Mädel, Mädel. Innen. Das war eine Woche. Die drei Konsolen haben mich völlig weggeflasht, muss ich einfach mal an dieser Stelle sagen. Und wie gesagt, gamermäßig im siebten Himmel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, eben quasi zu sehen, wie sich der Nintendo-Schrein erweitert hat. Und natürlich auch einen Blick auf die PlayStation zu werfen. Ich bin gespannt auf die Spieleerfahrung, würde bei Bedarf auch gerne nochmal eine Review zu dem Thema machen, was für einen Eindruck die PlayStation 5 im Verhältnis zur PlayStation 4 Pro gemacht hat. Gibt es aber natürlich ganz viel schon da draußen, deswegen wird es nicht der Fokus sein. Aber ich dachte, ich teile meine Freude mit euch und nehme euch einfach mal mit, was ja immer ganz lustig ist. Und ja, das war doch eine coole Sache. Und die Geschichte mit den Adaptern hier ist auf jeden Fall auch vielleicht ein Thema, was euch bewegt. Mich hat es bewegt und jetzt muss ich mal schauen, was mit dem GameCube ist. Da habe ich noch keine Erfahrung mit. Könnte ich vielleicht auch nochmal ein Follow-up zu machen, wenn ihr Lust drauf habt. Ja, und generell, wenn ihr Lust habt, hier weiter zuzuschauen, dann bin ich natürlich glücklich, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Denn dann erfahrt ihr auf jeden Fall, sobald ein neues Video da ist. Und ja, da wir alles machen, von Lego, Filme, Bücher kommt noch, Freizeitaktivitäten auch, bis Gaming, seid ihr natürlich herzlich willkommen und vielleicht ist das dann auch eben dein Review-Kanal.
würde mich auf jeden Fall freuen, euch zur Community herzlich willkommen zu heißen. Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann kann ich obligatorisch nur wieder um den Daumen nach oben bitten, denn alle Leute, die irgendwie Gaming interessant finden, die vielleicht so ein Thema interessant finden, das Technische, ja, und sich da eben auch zu Hause fühlen, die werden das Video niemals sehen, wenn es eben nicht in YouTube sichtbar wird. Und das wird es eben nur durch Abonnements und durch Daumen nach oben. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr das Video entsprechend unterstützt. Ja, lasst mir eure Gedanken da. Ich würde mich freuen, von euch zu lesen. Sowohl zu dem Video generell, wie auch zu den gestellten Fragen im Laufe der Zeit. Und natürlich, wie es bei euch ist, wie eure Erfahrung mit der PlayStation vielleicht auch ist. Da würde ich sehr gerne mit euch ins Gespräch kommen. Auf jeden Fall was dalassen oder mal bei Instagram vorbeischauen. Würde ich auch sehr cool finden. Und dann freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video auf jeden Fall wiedersehen. Mal sehen, was wir dann für einen Schabernack anstellen. Ist ja auch bald schon Zeit für Zelda Skyward Sword. Und das gucken wir uns natürlich auch zusammen an. Von daher, nicht verpassen, seid dabei. Ich hoffe, euch geht's gut. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Vielen Dank fürs freundliche Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.